Servus Leute! Kennt ihr das? Ja, Wochenende, Samstag, die Woche über gearbeitet und ihr habt eigentlich so viele Dinge zu tun. Ihr müsstet einkaufen gehen, ihr müsstet die Bude schrubben, ihr müsstet, keine Ahnung, die Fenster putzen, ihr müsstet mal die Wäsche waschen, aber was macht ihr? Ihr setzt euch an euer Lieblingsspiel. So ist es und zockt. Und ich habe gedacht, während ich das mache, meinen Kaffee trinke und so viel Arbeit liegen lasse, mache ich mir einen Kaffee, nehme euch eine Runde nochmal mit. Tja, ich fange mal meinen Kanal an heute. Mal ein bisschen wieder, ich habe den schon ewig nicht mehr gespielt. Ich fahre immer andere, komisch, ich fahre eigentlich fast nur noch Mets. Aber Rhabarber, ich muss mal wieder ein bisschen fit werden mit dem. Bald geht diese Weltkarte los wieder. Und da werde ich viel Kanerven fahren, weil wir sehr heavy-lastig fahren, denke ich. Da muss man wieder ein bisschen reinkommen jetzt in das Ding. So, dumm fahre ich den jetzt einfach. War eigentlich lange Zeit mal mein Lieblingsachter. Ist er eigentlich immer noch. Aber so in Randoms ist er halt sehr, sehr behäbig. Und da fahre ich eigentlich lieber mit Hits. Ne? So, was haben wir denn da? Ich hoffe, der Sound, der passt so. Ich rede nicht zu laut. Diese Faust da, oder was das ist. Ja. Gab es für das letzte Event auf der Weltkarte. Alles, was geblieben ist, ist dieses... Na ja. Warte mal, irgendwie mein Mauspad. So, jetzt. Gute Vorbereitung ist immer alles, sage ich, ne? Und wir müssen jetzt einfach mal wieder versuchen, ein bisschen da in den Knaben reinzuschnuppern, damit wir auch schön den wieder können. Im Weltkartengefecht, wenn es drauf ankommt. Mist, jetzt kommt da noch ein Tiger. Okay, das war schon mal beschissen geschossen. Drum muss ich den jetzt wieder fahren, ich weiß auch nicht. Nehmen wir einfach mal HE. Problem ist, wir haben einen recht guten Turm da unten. Das muss wehtun. M103 T34 ist keine leichte Kost auf meiner Stufe. T28 steht gut. Wir haben nämlich keine Arti, sonst wäre er wahrscheinlich schon Croster. Tiger 2 ist immer ein ganz dankbares Ziel. Immer dankbar. Kettin, komm, 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 komm. Ah! M103. Mit der Tiger 2 tot ist, können wir eigentlich runterfahren. Langsam E50, langsam.
krieg nichts vor die Flinte. Jetzt ist er tot. Das ist nicht gut, das ist nicht gut hier, das ist nicht gut. Komm E50, komm mit. Hab Eier. Komm. Ja, ist gut. Gut. Normal ist es nicht, dass einer mitkommt. Okay, das war eine echt schlechte Runde, aber gut. Wie gesagt. Ich muss erst wieder ein bisschen konfirm werden. Mit dem Ding. Ist doch alles nichts hier da. Team Damage wurde übrigens abgeschafft. Jetzt fahr doch, du bist ein E50. Was ist, bist denn du? Ein Fiat 3000 oder was? Heieiei, Mensch. Aber vielleicht hat er eine kleine Identitätskrise. Vielleicht denkt er, er ist ein Leopard. Okay, sorry, ich wollte mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ich weiß ja nicht, wenn er irgendwelche Probleme hat, ob er da jetzt mal. Wo denkt das jetzt ein Leopard? Komm, Iso, du willst doch bestimmt abhauen, oder? Ich weiß auch wohin. Wo ist er denn? Iso, I love you. Na ja, oh mein Gott. Das ist das Problem mit so einem Heavy. Du fährst halt dann irgendwann hinterher. Ich trinke zu viel Kaffee. Drum fahre ich auch lieber mit Hits. Gerade ja so in der Abschmatzphase. Da bist du halt dann ein bisschen schneller. Ne? Machst noch ein, zwei Schüsse. Was ist denn das hier für ein Abzeichen? Ist das ein Turm? Egal. Turm. Aber ich sag euch, Leute, im Scharmützel oder im Team oder so, ist er gut, sehr gut. Moment. Schaut euch diese Nachladezeit an. Und das ist halt schon geil, gell? Gegen IS-3 oder so. Du nimmst die komplett auseinander. Wirklich. Du fängst dir ein, zwei Schüsse und du hast fast IS-3 getötet in der Zeit. Das ist halt schon gut. Und IS-3 wird sehr oft genommen an den Teams. Oh, schöner Matchmaker heute. Das ist das Premium, der Premium, das Premium Pendant. Kann auf Action X. Brauche ich nicht. Ich habe den Kanerven. Das ist genauso gut. So, was haben wir denn da? Aber es sieht schon ein bisschen geiler aus. Da. Na gut. Leute sollen ja auf 50 Euro irgendwie locker machen. Oder was hat er gekostet? 60? Ich probiere hier mal ganz gern kurz in die Mitte. Vielleicht ein paar Lights guten Tag sagen. Ah. Scheiße. Manchmal klappt es. Mr. Lanzen. An die Copacabana. Na, jetzt ist aber gut. Okay, das reicht. In die Copacabana.
So, ja, ich komme ja schon. Ach, aber Mädels, ihr müsst doch nicht immer so weit vorfahren. Ist das eine Lösung? Ist das wirklich die Lösung? Ihr Sechs, alles klar bei dir? Haben wir keine Nerven, das ist nicht gut. Könnten, ja, wir haben die. Ja, soll man eine Zangenbewegung machen? Ne, das ist halt nicht so einfach. Aber der steht da hinten bombensicher drin. Ah, das ist wieder so ein Spiel, wo ich hinterherfahren werde. Nicht so. Geh doch weg. Bursche. Fahr doch. Ihr Sechs gesterben. Tschüss. Ich wünsche dir eine wunderbare, schöne Reise. Vollidiot. Na? 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 Copacabana. Hi! Oh! Eieieiei. Ach, jetzt ist gut, Freunde. Okay, der T-54. Noch einer. Meine Fresse, wo kommt ihr denn alle her? Na, jetzt aber. Bisschen wackeln, damit er deinen Coppola nicht trifft. Ganz wichtigen Knirpen. Jetzt hat er genug. Was hat er denn? Na, jetzt hat er es draußen. Aber das wird dir nicht mehr helfen, Freund. Na, wo ist er? Das ist die Konervenkanone. Absolut präzise. Wie viel hat der da noch? Scheiße, der nimmt meinen Tiger auseinander. Ich kann aber nicht. Ich kann nicht umdrehen. Wenn ich umdrehe, kriege ich einen Arsch. Okay, was haben wir da? Den fange ich mir bei. Was haben wir denn? Kurze Lagebeschreibung. Krieg ich in Arsch? Das ist immer die Hauptfrage bei Word of Text. Krieg ich in Arsch? Ah, und wenn sich die Frage erstmal erledigt hat, holt dich die Arti. Ich muss jetzt hier leider crossen. Ah, nicht Arti. Du hast noch nicht nachgeladen, okay? Oh, bitte nicht. So, Boys. Das heißt, Kanonen rausnehmen. Ganz wichtig. Na, jetzt sehe ich nichts. Warte auf dich.
schade. Warte ich jetzt auf meine Hinrichtung? Jo. Mist. Schade. Immerhin, aber da hat man schön gesehen. Die Kanone funktioniert. Und genau auf das kommt es an. Gerade im Team. Die Kanone muss sitzen, funktionieren. Aber leider bin ich genug rausgenommen. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Oh, noch einen Schluck Kaffee. Bin ich ganz wach. Oh, das wäre mein Leben ohne Kaffee. Ich sag's euch. Gut. Ja, 4 Kills, fast 3000. Mein Gott. Was willst du machen? Das war halt hier die Luftnummer der Knerven Action X. Ja. Hätte vielleicht ein bisschen in die Stadt mitkommen sollen. Wo war denn der eigentlich? Ich hab's gar nicht drauf geachtet. Natürlich schwach. Ich habe im Hintergrund Musik laufen, ich hoffe, man hört es nichts. Zeige ich ein Problem mit der GEMA. Na, jetzt bin ich ein bisschen wieder drin mit dem Knaben, das ist immer gut. Bisschen warm. Warm geschossen. Oh, guck mal. Ist das nicht sexy, dieses Grün? Dann diese Faust. Eine Feuerprobe. Okay, was haben wir? Ein Klicker. Aua, aua. Ne, zwei. Oh, shit. Das heißt für euch, wenn ihr in einem langsamen Heavy sitzt, immer schön Artisafe fahren. Was heißt Artisafe? Nicht quer auf dem Feld stehen, anfangen die Grillwürste auspacken. Nicht immer ganz offen direkt ins Getümmel, sondern immer so ein bisschen hinterm Häuschen, am Fels lang. Sowas. Und nicht komplett offen stehen. Sommer T10 ist okay, Leopard okay, Typ 64, 704 ist ein bisschen unangenehm. Ah, schauen wir mal. Manchmal haben wir da unten einen, der schon crossed. Und auf den warte ich. Das sind diese Ungeduldigen. Aber scheinbar. Ne? Muss ich aber aufpassen, dass ich nicht gespottet werde. Ne. Manchmal fährt da unten einer schon lang. Anstatt hier abzubiegen. Und dem sage ich immer ganz gern guten Tag. Das macht er dann nicht mehr in Zukunft. Aber ging nichts auf. T10 ist machbar. Sind schon arme Schweine in ihren T10, oder? Gut. Wir haben einen guten Turm. Dann fahren wir schön hier. Ich weiß nicht. Muss ich aufpassen. Weg, 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 weg. Uah, gerade so. Das ist wie beim Urologen, wenn er die Gummihandschuhe anzieht. Nein, nein. Dieser heikle Moment und du denkst, oh mein Gott, ich muss weg, 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 weg. Ah, dieser EBR geht mir auf den Piss, warte mal. Die sind ja beschäftigt, die Boys. So. Du willst doch bestimmt was aufmachen, oder? Ja, da ist er doch. Wart, bis er geradeaus fährt. Jetzt. Na, Mister. Bist ein Unikum, ne? Ach, komm jetzt!
Komm, jetzt bist du aber gleich tot, oder? Ne? Jetzt wolltest du so viel aufmachen. Ach, das Scheiße. Steht da so ein blöder grüner Kanerven. Aber ich glaube, das lässt er nicht auf dir sitzen, ne? Du willst bestimmt nochmal. Komm, du bist doch ein guter Spieler. Ich weiß, dass du da bist. Ja. Das lässt er nicht auf dir sitzen. Nein. Die Jungs da oben haben einen guten Job gemacht. Ich kann mich schön auf den kleinen Mann konzentrieren. Oder kleine Frau. Ich sag immer kleiner Mann. Hm? Wo ist er denn jetzt? Und da. Oh. Mon Dieu. Ach. Jetzt habe ich mich so drauf gefreut. Jetzt habe ich schon wieder keinen Bock zu fahren, ey. Egal. Ich mag die Schlauberger. Na? Immer schön aufs Kettenrad. Hä? Ach, der Leopard hat auch eine gute Kanone. Da musst du aufpassen. Im Leo, das ist so, der kann gut mithalten. Eine der besten Kanonen im Spiel. Hm. Ja, ich glaube, die brauchen ein bisschen Hilfe da. Die haben sich so ein bisschen verrannt. Das passiert oft. Ach, komm, scheiß drauf. Das dürfen wir nicht verlieren hier oben. Nimm mal ein bisschen Gold. Komm. Das passiert ja sehr oft, wenn sie zu aggressiv sind. Das ist nämlich passiert. Du bist tot, mein Freund. Was machst du? Ah, bist du ein Schwein. Den habe ich völlig übersehen, ey. Das passiert so oft hier. Ja, willst du mich verarschen? Sie haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Sie kann jeden Moment reißen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, Bursche. Tag der Abrechnung ist gekommen. Den fange ich mir. Ich hab's gewusst, dass sie reinhalten. Das war mir egal. Ich wusste es. Aber der erkennt mich ja nicht anders. Mir ist es dann irgendwann egal. Dann hat mich der Klicker rausgenommen. Da hat er nur drauf gewartet. Das wusste ich aber. Ah, jetzt komm. Aber den Jagdpanther, den hätte ich eigentlich rausnehmen müssen. Das war nicht gut da hinten. Die Ecke da. Naja. Komm, wir gucken noch ein bisschen zu, ha? Ja, das ist so der Unterschied. Mir ist es dann irgendwann scheißegal. Ah, guck mal da. Also, jetzt hat er gedacht, ja, ja, dicke Eier, der Baum steht da unter mir. Komm, nochmal. Jawohl, gut gemacht. Ja, ein bisschen schlauer hoffentlich. Oder dem ist es nicht egal. Hat ja nichts mit Schlaunes zu tun, ist einfach, irgendwann habe ich die Schnauze voll. Gestern hatte ich ein geiles Spiel. Ich habe das Replay hochgeladen im Boghetto.
gar nicht viel Damage auch gemacht. Das ist egal. Und es war aber richtig knapp und richtig spannendes Ding. Ich mag solche Spiele. Sehr schön gemacht. Habe ich auch kein Problem damit zu verlieren, weißt du? Das hat richtig Spaß gemacht. Also, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, der Matchmaker ist wirklich echt besser geworden. Und durch knappere Spiele, ja, einfach die Spiele machen mehr Spaß. Es macht nämlich auf Dauer nicht Spaß, wenn du ständig gegen Zehner kommst, durch gegen irgendwelche OP-Russen-Tanks, wo du einfach nur auf der Flucht bist. Du bist einfach praktisch ein kleiner John Kimber und du bist ständig irgendwie auf der Flucht. Das macht keinen Spaß auf Dauer. Aber das Matchmaking haben sie echt verbessert, haben sie gut gemacht. Und dann kommen recht spannende Spiele zustande. Aber nichtsdestotrotz schmeiße ich meinen Panzer trotzdem gerne weg ab und zu. Ja. Der hat's clever gemacht. Ja gut, das ist ja einer vom Top-Clan. Naja, ich bin trotzdem zufrieden. Ich wusste, dass mich der Klicker rausnimmt. Oder der Leopard. Aber damit haben sie nicht gerechnet, ne? Dass da noch ein Knerven steht. Ich hatte auch erst gedacht, die haben die Heavy-Ecke gewonnen. Komisch, oder? Was ist mal? Das kann passieren. Haben genau den gleichen Fehler wie ich. Und die haben sich da weggeschmissen. Sind da reingerannt. Und sind einer nach dem anderen rausgenommen worden. Mit der Karte kann ich jetzt noch gar nicht viel anfangen. Charkov weiß ich nie ungefähr, wohin ich fahren soll. Ich versuche mal mit meiner Gnadenlosen. Nee, ich versuche gar nichts. Leute, ich weiß nicht wohin. Der 53er ist vom Krawall-Clan. Mein Gott, habe ich halt nur Top-Mitspieler. Dann werden wir uns mal ein bisschen an den dranhängen. Manchmal, wenn man überhaupt nicht weiß, was man machen soll, guckt euch die Spieler ein bisschen an. Wenn ihr irgendein Unikum drin habt. Oder ein Heavy, ein Top-Tier, muss ja gar kein besonders guter Spieler sein. Versucht die ein bisschen zu supporten. Hier ist es jetzt ein guter Spieler, denke ich mal. Bin auch schon oft auf die Schnauze gefallen. Aber eben, wenn ihr keinen Plan habt, vielleicht Low-Tier seid, versucht die Heavys ein bisschen zu unterstützen. Und keinen Plan habe ich oft. Jetzt isoliert er sich gleich. Auf Pantera-Jagd. Ach, wer kommt denn da? Ja, ich sehe es. Das hätte ich jetzt auch gemacht. Schnell weg hier. Okay, der ist scheinbar kein so guter Spieler. Er hat sich völlig isoliert in seinem... Ne? Komm hoch. Da war noch ein kleiner Brocchetto. Okay, das war wohl eine Luftnummer, Herr 53 TP vom Krawall-Clan. So, die Stadt ist verloren. Na? Oh, ich hätte so Bock. Ich schmeiß meinen Panzer weg. Komm, scheiß drauf. Ich will jetzt hier Ecken bumsen. Ich will hier rein. Ich will Action. Ich will...
grundsätzlich treffe. So, Burschi. Knerven Action X gegen Knerven. Und tschüss. Gegen blauen Knerven. Alright. Das war's mir wert. So, wir räumen noch kurz die Stadt auf. Der Sheriff ist in der Stadt. Na, VK? Ach Mensch. Wir fahren mal ein bisschen durch Städtle und versuchen. Ach, scheiß drauf. Kriegt er den Tod oder? Ja, ja, sie kriegen den Tod. Okay, muss der Sheriff kommen oder was? Ja, ja, komm, wegen 50. Ja, ich komm doch schon, Süßer. Na, Skodale? Ah, diese Zuckler. Geh mir auf den Sack. Ja, ping doch noch weiter. Ja, ja klar, ich spot im Heavy. Geh doch zum Mutti. Fangen Sie wieder an, wie wild zu pingen. Haben sich da halt eingekastelt jetzt, ne? Wollen noch ihren Clip raushauen. Naja, da kommen wir nicht mehr ran. Das ist genau das, warum ich lieber Medium fahre. Du kommst einfach zu nix mehr im Late Game. Das ist noch lange nicht durch. Ich befürchte Schlimmes. Ja, die carryen das. Ich muss erst den 59er rausnehmen, den TS5 ist nicht mehr zu retten. Da bin ich viel zu langsam für. Ich muss den Schulterschluss suchen zum T28, wenn wir noch eine Chance haben wollen. Ja, ich weiß doch. So. Das war jetzt wichtig. Jetzt, was machst du in so einem fetten Heavy?
Ich fahr quer übers Feld, oder? Nee, komm, fahr unten lang. Nein, 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 nein! Das ist natürlich. Das ist die beste Variante. Oh, Hilfe. Oh, Scheiße. Flippen. Wie konnte ich nur nicht drauf kommen? Ah, hilf mir doch. Mutti. Mutti. Hilf mir doch. Scheiße. Kann ich hier durch den Kanal einen Schuss kriegen? Das ist natürlich die beste Variante. Jetzt nimmt man natürlich die Entscheidung ab. Entweder durch den Panzergraben oder quer übers Feld. Nein, ich flipp mich. Okay. Ja, ja, das ist zu spät. Da kann man nicht mehr helfen. Meine Fresse. Ja, ich bin doch geflippt. Ach Mann. Das müssen wir auch mal schaffen. Nee, ich komme nicht mehr weg. Das ist halt ein langsamer TD, der kann man jetzt erstmal nicht mehr helfen. Da muss ich auf sein Spiel konzentrieren. Geil. Ich will das Spiel gewinnen. Bitte gewinn das Spiel. Lass dich bloß nicht ketten. Das ist ein Autoloader. Einer der beschissensten, die es gibt im Spiel. Der kam jetzt übrigens raus, der T27. Sehr ungenau, Kanone. Ewige Zielerfassung. Aber für so ein T28 wird es reichen, wenn er den auf Kette setzt. Also, dann drückt er ihm 2. T28 hat aber zu viel, dann haut er halt ab. Und dann nimmt er blöd danach und nimmt ihn dann raus. Scheiße, aber ich befürchte, er wird mich gleich besuchen kommen. Ach nee, lass mich doch in Ruhe. Ich krieg hier aber auch keinen Schuss raus, weil es um die Ecke kommt. Nein. So vielleicht? Ja, er muss genau dahin fahren. Mal gucken, ob er das macht. Oh, wei, wei. Tut mir leid, Leute. Ihr könnt jetzt hier gerne den beenden des Zuschauers, aber ich muss das jetzt hier unbedingt sehen noch. Ja, noch 3 Minuten. Kette bestätigt. Teil unserer Kette ist zerstört. Wir sitzen fest. Fahr los. Bin doch geflippt. Lädt er nach. Drehgeschwindigkeit verringert. Nein. Feuererlaubnis erteilt. Da ist er doch. Bitte nimm ihn raus. Nee, das ist verloren. So top.
Gameplay gehört ja auch bestraft, von Einsteiger rausgenommen zu werden. So, jetzt können wir dem T28 zugucken. Jetzt. Ah ja, jetzt komm. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich nehme ihn raus. Nein, Kumpel, was machst du denn? Ich hätte so gern geholfen. Nee, jetzt verpisst er sich. Hat dann eine Minute 30. Yes, baby, yeah! Sehr gut. Was heißt denn Rapporten? Scorpion hat geschrieben, rapportet. Bin ich jetzt rapportet? Scheiße. Ach gut. Das war okay. Ein gutes Spiel dabei. Kann passieren. Wenn man zu viel überlegt. Moment. Ich habe einen Bonus. Ding. Ich habe ja Premium. Das passiert. Aber ich muss dazu sagen, das passiert in so einem Heavy sehr selten, dass man sich so auf den Rücken oder aufs Kreuz legt. Okay, was, wie, wo geht's weiter? Die nächsten Tage werden wir mal schauen, ob wir ein paar Gefechte hochladen können. Wir wollen die Weltkarte mitfahren. Ich denke mal, ich bin jetzt ein bisschen warm geschossen mit dem Kenerven. Ich darf noch nicht versuchen zu überlegen. Und ja, vielleicht werde ich so ein paar Spiele dann hochladen. Schauen wir mal, wie wir dazu kommen. Ich bin ja froh, wenn wir überhaupt ein paar Leute zustande kriegen, dass wir auf der Weltkarte mitfahren können. Und ja, in dem Fall, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, vor allem über den schönen letzten Move. Und wenn ihr abonnieren wollt, rechts unten, könnt ihr aufs Abonnieren, auf den Kanal, das Kanalabzeichen klicken, da ploppt dann was auf und dann könnt ihr abonnieren. Oder lasst es einfach. Oder ihr macht die Glocke noch zusätzlich, damit ihr kein weiteres Video von mir, mit meinen Spielkameraden verpasst. Und je nachdem, wenn ihr noch einen neuen Clan sucht, kommt ruhig auch gerne mal vorbei. Das sind ganz normale Leute. Ihr könnt mich hier aber über YouTube anschreiben oder Ingame. Ihr seht hier, Firlefanz ist mein Ingame-Name. Und wenn ihr wirklich regelmäßig spielt, also irgendwelche Luftnummern, sorry, wenn ich das so sage, können wir nicht unbedingt brauchen, die eine Woche mitmachen und dann wieder AFK gehen sozusagen, sondern es soll schon ab und zu mal abends ein bisschen spielen, ohne jetzt irgendeine Verpflichtung dabei zu haben, aber regelmäßig spielen wäre echt cool. Dann kann man sich ein bisschen auf die Leute einstellen, man versteht sich gut und man fährt zusammen Zug und je nachdem, abends ist auch immer am meisten los bei uns. Es ist auch keine TS-Pflicht oder so, aber es wäre schön, wenn ihr dabei bleibt. Und wenn nicht, schaltet wieder ein. Wenn es heißt, das ist etwas andere Gameplay. Also, bis die Tage, gell? Ciao, ciao.